Hier geht es weiter mit politischem Alltag, wenn man so will, nämlich um die Durchsetzung des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Das sind Anträge, die hier eingebracht worden sind aus der Unionsfraktion und aus der AfD, in dem sich relativ nah beieinander liegend sich die Fraktionen für geringere, niedrigere Abschiebehürden einsetzen, für eine nationale Kraftanstrengung zur Abschiebung. Es soll eine Zeitenwende in der Migrationspolitik mit einer Rückführungsoffensive geben. Und die Union bringt einen neuen Antrag ein, hier heute mit dem Titel Irreguläre Migration an den Grenzen steuern, begrenzen und kontrollieren. Aber auch die Koalitionsfraktionen hatten im Koalitionsvertrag ja vereinbart, die Ausreisen, die nötig sind, weil Menschen hier nicht anerkannt werden, beispielsweise Asylbewerber oder auch sonst kein Aufenthaltsrecht haben, diese Ausreisen konsequent umzusetzen. Da liegt einiges im Argen, sagt auch die Koalition. Und deswegen wird das hier eine muntere Debatte geben. Die beginnt mit Helge Lindt. Nach der Debatte zur Paulskirchenverfassung zu diesem Thema sprechen. Denn manche erwecken ja in den letzten Wochen und manche schon seit vielen Jahren in diesem Plenum den Eindruck, dass bei Fragen von Migration, Asyl, Flucht, Rückführung, Fragen der Grundrechte, des Rechtsstaates, auch der unverbrüchlichen Rechte von Geflüchteten, auch von solchen, die kein Aufenthaltsrecht und kein Bleiberecht genießen, keine Rolle spielen würden. Ich denke, es ist aber ein Moment, in dem man auch nach dem Abend des Flüchtlingsgipfels das sagen muss. Diese Ampelkoalition ist eine, die in aller Konsequenz zum Rechtsstaat steht. Und der Rechtsstaat bedeutet Durchsetzung von Regeln und Prinzipien. Die ganzen Stichworte kennen wir. Rückführung, Beschleunigungsverfahren und so weiter. Ich werde darauf eingehen. Aber der bedeutet eben auch, dass Rechtsstaat an Außengrenzen gelten muss und dass Pushbacks und Gewalt keine Quantité negligible sind, keine Petitesse, über die man mal einfach hinwegsehen kann, und dass wir es, erlauben Sie mir diesen Hinweis, immer noch damit zu tun haben, dass es um Menschen geht, über die wir hier sprechen. Das kommt aber auch in den Anträgen der CDU- und CSU-Fraktion, verzeihen Sie mir das, etwas zu kurz. Man hat manchmal den Eindruck, als ging es nur noch um Gegenstände. Sie können auch in einem Satz von mir aus 15 Mal irreguläre Migration und Rückschickung, Zurückweisung erwähnen. Es ändert nichts daran. Wir haben es mit handelnden Menschen zu tun. Und so sollten wir auch sprachlich mit ihnen umgehen, denke ich. Und es wird dringend notwendiger, weil ich mit höchster Irritation feststelle, dass wir uns angewöhnen, nur noch technokratisch und nur noch über Gegenstände zu sprechen. Aspekte wie Integration, Pluralität, Vielfalt, auch in Bezug auf Geflüchtete, finden nicht mehr statt. Und das ist nicht die Linie der Koalition. Und wir werden das auch in der nächsten Zeit deutlich machen. Wir werden auch nicht auf Ihr Spiel eingehen, dass das ein Widerspruch wäre. Hier vorhin saß Eva Högel. Vorne sitzt vor mir Dirk Wiese. Sie beiden haben in unterschiedlichen Verhandlungen und viele andere immer deutlich gemacht, und wir haben ja die Zeit noch mit Ihnen erlebt in der Großen Koalition, dass das keine Floskel ist, sondern dass Humanität und Ordnung und das Zusammenspiel von Menschlichkeit und Pragmatismus ernst gemeint ist und nicht aufgelöst wird zu einer Seite hin. Wenn, dann konsequent Rechtsstaat, und zwar in allen Dimensionen. Und deshalb fügt es sich auch wunderbar, dass wir heute ein Ergebnis des Flüchtlingsgipfels vorliegen haben. Und dieser Flüchtlingsgipfel, den ja, soweit ich auch weiß, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Union besucht haben und auch an der Kompromissfindung teilgenommen haben mit einzelnen Protokollerklärungen, zum Beispiel von Sachsen-Anhalt und Bayern, aber zum Beispiel nicht von Nordrhein-Westfalen, die bekennen sich damit zu dem Kurs der Ampelfraktion. Denn genau dieser Kurs findet sich in dem Beschlusspapier, in allen Facetten. Die Thematik Reduktion irregulärer Migration, und ich weise darauf hin, wie gesagt, es geht um Menschen, um das noch mal deutlich zu machen. Dieses Konzept ist deutlich. Nur wir machen auch deutlich, anders als Sie es suggerieren,
Es ist doch nicht einfach so, dass wir nur abschieben können und das damit gelöst ist oder dass Grenzkontrollen bedeutet, dass es keine Asylanträge mehr gibt. Das ist Anscheinerweckung, die Sie betreiben. Grenzkontrollen sind ein Aspekt von Sicherheit, sind ein Aspekt, weil einzelne Personen zurückgewiesen werden können. Das ändert aber nichts daran, dass die einzelne Person auch noch das Recht hat, einen Antrag zu stellen. Und wir stehen zu den Flüchtlingsrechten und zum Asyl. Und das bedeutet auch, dass Abschiebungen ein Baustein sind, aber mit Fokussierung insbesondere, und auch das steht in dem Beschluss ganz ausdrücklich, mit Fokussierung auf Gefährder und Straftäter, aber nicht mit der Suggestion, wir könnten Hunderttausende jetzt abschieben, weil wir auch perspektivisch denken, weil wir eben nicht wollen, dass künftig wieder sich erneut so viele Menschen auf den Weg machen, gleichzeitig aber denjenigen, die da sind, die in deutschen Unternehmen arbeiten, seit vielen Jahren, die Teil dieser Gesellschaft geworden sind, Chancen geben, Chancen zum Bleiberecht. Das ist das Zusammenspiel, für das wir stehen. Und dieses Maß und Mitte, das Sie da unterstützen wollen, zeigen wir auch bei dem Thema sichere Herkunftsstaaten. Schauen Sie in den Beschluss. Nicht einfach nach dem Rasenmäherprinzip, sondern bezogen auf EU-Beitrittskandidaten, aber nicht einfach bezogen auf nordafrikanische Staaten, weil wir eben nicht blind für die Menschenrechtssituation sind, sondern weil bei uns gilt, Rechtsstaat ist das Prinzip. Rechtsstaat gilt bei der Durchsetzung unseres Rechtes, aber Rechtsstaat gilt auch für geflüchtete Menschen an Binnengrenzen und an Außengrenzen. Vielen Dank. Rechtsstaat gilt auch für geflüchtete Menschen, betont Helge Lind aus der SPD-Fraktion. Da ist er demokratietheoretischer Sprecher. Und jetzt geht es weiter mit Andrea Lindholz aus der Unionsfraktion, wo sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Monaten des Zögerns und Zauderns der Bundesregierung hat gestern endlich ein Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt stattgefunden. Ein Gipfel, bei dem aber leider die Hauptbetroffenen der aktuellen Lage, das sind die Kommunen, gefehlt haben. Und die Kommunen kritisieren das auch zu Recht, dass sie nicht eingeladen waren. Und auch mit Blick auf die gestrigen Ergebnisse muss man leider feststellen, das war, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Gipfel der verpassten Chancen. Ja, es gibt für dieses Jahr 1 Milliarde mehr. Das ist gut so, das erkennen wir an. Aber zwei Hauptforderungen der Kommunen sind nicht erfüllt worden. Sie wollten Planungssicherheit haben, Planungssicherheit bei den Finanzen, um genau für die Themen Betreuung und Integration Personal einstellen zu können, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Kommunen haben ein klares Bekenntnis für einen atmenden Deckel gefordert, und auch der ist gestern nicht gekommen. Wieder hat die Bundesregierung es verpasst, ein ganz klares Signal des Umsteuerns und der Begrenzung der irregulären Migration abzugeben und zu setzen. Denn unsere Kommunen haben es nicht in der Hand, die Begrenzung vorzunehmen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat nur die Bundesregierung. Und mit zwei Aspekten des Umsteuerns haben wir uns in unseren Anträgen befasst. Es geht einmal um die Beseitigung von Abschiebehürden und dann um die Einführung von Grenzkontrollen. Beides war gestern auch Thema in diesem Gipfel, und zu beidem gibt es auch Ausführungen aus dem Gipfeltreffen. Unsere Kommunen sind am Limit. Es fehlt ihnen an Wohnraum, an Schulen, an Kitaplätzen, an der ärztlichen Versorgung und an vielem mehr. Und vor allen Dingen sagen Sie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eines: Sie haben Probleme dabei, die Menschen, die bei uns sind, und zwar egal, ob sie bleibeberechtigt sind oder nicht, so zu betreuen und zu integrieren, wie wir uns das vorstellen, weil ihnen dazu auch die notwendigen finanziellen Mittel fehlen. Und deshalb kann ich nur appellieren, keine 6 Monate mehr zu warten, sondern unseren Kommunen zügig und schnell Planungssicherheit zu geben und eine Verschnaufpause durch die Begrenzung der Migration. Liebe Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrter Herr Kollege Lind, hat nämlich gerade etwas damit zu tun. Humanität in der Migrationspolitik bedeutet eben auch Ordnung, Steuerung und Begrenzung. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das schildern uns die Kommunen tagtäglich, parteiübergreifend. Wir haben als Union im
April einen Aktionsplan vorgelegt, der vieles umfasst hat. Und wir haben heute zwei konkrete Vorschläge, die auch gestern eine Rolle gespielt haben. Grenzkontrollen. Grenzkontrollen stehen auch als Absichtserklärung in dem Papier, und zwar angelehnt an die Grenzkontrollen, die wir seit vielen, vielen Monaten auch zu Österreich durchführen und die gerade wieder verlängert worden sind. Die Schleierfahndung ist schon ausgeweitet. Was wir aber brauchen, das sind europäisch notifizierte, lageangepasste Grenzkontrollen auch zu Polen, Tschechien und der Schweiz. Warum brauchen wir das? Nicht, weil die Union nicht auch weiß, dass der Schengen-Raum eine große Errungenschaft ist, den es zu erhalten gilt, sondern weil wir genau wie Frankreich der Auffassung sind, dass die Lage aktuell so dramatisch ist, dass wir unseren Sicherheitsbehörden alle Instrumente an die Hand geben. Und die Franzosen haben zum 1. Mai notifizierte Grenzkontrollmöglichkeiten an allen französischen EU-Binnengrenzen. Und auch die Franzosen wollen den Schengen-Raum erhalten. Von der Türkei aus werden aktuell systematisch, die Migranten werden erst in die Türkei eingeflogen, Migranten nach Deutschland geschleust, über Weißrussland kommen sie nach Polen mit dem direkten Ziel Deutschland. Ich muss nicht mehr warten, ob ein Flüchtlingsgipfel Ergebnisse bringt. Ich kann als Bundesregierung unmittelbar handeln. Ich muss die Grenze kontrollieren, ich muss mit den Fluggesellschaften sprechen und ich muss mich mit Polen verständigen, wie das funktioniert. Wir haben das vor einigen Monaten gesehen. Wir brauchen kein weiteres Zuwarten, wir brauchen Handeln. Und auch der eingesetzte Rückführungsbeauftragte, der jetzt 100 Tage im Amt ist, hat erst ein kleines Migrationsabkommen vorzuweisen mit Usbekistan. Die Usbeken machen bei der Asylantragstellung der ersten 4 Monate bei 100.062 Personen aus. Ich kann nur sagen, hat 2 Reisen unternommen, das hat eine Anfrage ergeben. Herr Stamp, handeln Sie endlich. Und zu guter Letzt, man hat sich gestern darauf verständigt, nur Georgien zum sicheren Drittstaat zu erklären. Wir waren letzte Legislaturperiode, liebe SPD, schon weiter. Wir haben hier beschlossen und es ist im Bundesrat gestoppt worden, auch die Maghreb-Staaten dazuzunehmen. Handeln Sie endlich, tun Sie etwas, reden Sie nicht länger, und wir brauchen dafür keine weiteren 6 Monate. Handeln Sie jetzt. Verlangt Andrea Lindholz an die Adresse der Bundesregierung und der Koalitionsfraktion. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. Die nächste Rednerin in dieser Debatte, Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede 10. Einwanderin verlässt Deutschland wieder. Das ist international ziemlich viel. Deutschland ist nämlich längst nicht mehr, so wie Sie immer tun, ich weiß, Sie werden jetzt wieder laut, der Place to be. Lange Anerkennungsverfahren, fehlende Perspektiven für die Familien, alles das, weil Sie Handeln gesagt haben, Frau Lindholz, gehen wir an mit unseren neuen Einwanderungsgesetzen, die so dringend notwendig sind. Worum es aber auch geht, und das kann man Ihrem Antrag wieder entnehmen, ist eben die Stimmung gegenüber Menschen, die zum Arbeiten und Leben nach Deutschland kommen. Sie erleben oft genug Diskriminierung, fehlende Wertschätzung, Ablehnung. Wer nur von Abschiebung und Abschottung spricht, der schürt Verunsicherung. Und ich sage Ihnen eins, es geht nicht gleichzeitig abwehren und anwerben. Abwehren und anwerben passt nicht zusammen. Und deswegen, wir müssen dafür sorgen, dass wir in unseren Gesetzen dieses Land nicht nur zu einem Einwanderungsland machen, was es längst ist, sondern zu einem beliebten Einwanderungsland, damit das funktioniert, was wir so dringend in unserer Wirtschaft brauchen. Wer die Grenzen gegen Schutzsuchende dicht machen will, aber gleichzeitig die indische IT-Kraft anwerben will, der verkennt, dass Deutschland in der Welt eben nur ein Gesicht hat. Und ich finde, es sollte ein freundliches Gesicht bleiben, meine Damen und Herren. Und es bleibt dabei,
Humanität und Ordnung, da ist kein Oder dazwischen, sondern ein Und. Und das ist auch kein Nullsummenspiel. Ich möchte mehr Ordnung und mehr Humanität. Nur beides zusammen wird uns zum Erfolg führen. Und ja, ich will selbstverständlich, dass registriert wird an den europäischen Außengrenzen, schon seit vielen Jahren übrigens, dass Asylverfahren schnell durchgeführt werden, dass zurückkehrt, wer zurückkehren muss und übrigens auch kann, das verbindlich verteilt wird in Europa. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, und es ist schwierig genug, das im gemeinsamen Europa hinzubekommen. Viele Kommunen sind hart gefordert in diesen Zeiten. Es fehlen Kita-Plätze und Schulplätze, bezahlbare Wohnungen, Sprachkurse etc. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass die Kommunen so hart daran arbeiten, dass das gelingt. Das sind Ehrenamtliche, das sind Verwaltungen, das sind die Kommunen selber. Deswegen mein Dank gilt diesen Menschen. Aber was sie eben auch brauchen, und da stimmen wir überein, Frau Lindholz, was sie brauchen, sind planbare Perspektiven. Anerkennung, dass wir ein Land der Migration sind, dass es Strukturen gibt, die planbar und flexibel sind. Das muss geschehen. Daran arbeiten wir. Ja, was denn sonst, meine Damen und Herren? Das, was die Union heute hier auf den Tisch legt, das sind in großen Teilen schon sehr alte Weinsorten, die sauer sind, noch nicht mal mehr getarnt in neuen Schläuchen. Was genau bitte hilft den Kommunen der pauschale Ruf nach Abschiebungen? Seit Jahren passiert nichts. Und zwar warum nicht? Weil die Duldungsgründe eben sehr vielfältig sind, so vielfältig wie das Leben von Menschen. Da geht es um laufende Ausbildung, da geht es um Krankheit, da geht es um rechtsstaatliche Gründe. Viele werden bleiben. Und ich bin sehr froh, dass wir mit dem Chancenaufenthaltsrecht schon dafür sorgen, dass klar ist, sie können auch bleiben, wir brauchen sie hier und sie sollen auch bleiben, meine Damen und Herren. Und das ist doch das Entscheidende. Schluss mit den Arbeitsverboten. Das wollen die Kommunen und das will die Wirtschaft von uns. Ja, selbstverständlich. Das ist pragmatisch und das ist heute. Werfen wir aber auch einen Blick nach Europa. Seit 2014 sind mehr als 30.000 Menschen auf der Flucht übers Mittelmeer ertrunken und zu Tode gekommen. Das ist das europäische Drama, meine Damen und Herren. Und wer jetzt von Begrenzung spricht und Ausgrenzung meint, sollte wissen, was der Preis ist und ehrlich damit sein. Unser Grundgesetz, weil Sie vom Asylrecht sprechen, meine Damen und Herren, unser Grundgesetz verdient für den Schutz von Asylsuchenden keine Obergrenze. Das sieht unser Grundgesetz nicht vor. Und genauso müssen wir auch handeln, meine Damen und Herren. Man kann um Europa keine Mauer ziehen und denken, dann käme keiner mehr. Fluchtwege werden nur gefährlicher und nichts anderes. Es gibt inzwischen schon so viel mehr Zäune. Es sind enorme Summen dafür ausgegeben worden. Aber es gibt auf der anderen Seite eben nicht weniger Asylanträge. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, was Sie die ganzen Jahre gemacht haben, was Sie ausgestrahlt haben und was eben genau nicht passiert ist. Und deswegen sage ich, ein Europa, das sich darauf konzentriert, mehr Zäune zu bauen, in dem will ich jedenfalls nicht leben. Das hatte ich schon mal in meiner Geschichte. In der europäischen Flüchtlingspolitik, meine Damen und Herren, muss endlich der Gedanke von mehr Solidarität einziehen. Ordnung und Sicherheit bedeutet, dass jeder Mensch, der in die EU kommt, registriert wird. Das bedeutet, dass jedes einzelne Asylgesuch rechtsstaatlich geprüft wird. Das ist das, wofür wir stehen. Das ist das, meine Damen und Herren, wofür unser Grundgesetz steht. Schauen Sie mal ins Grundgesetz. Dieser neue Staat kann nur mit einem verpflichtenden Verteilmechanismus gelingen, weil sonst die Außengrenzenländer nämlich gar keinen Grund haben, dieser Reform zuzustimmen. Ja, es ist so, unsere Städte und Landkreise brauchen keine harten Sprüche gegen Geflüchtete, sondern pragmatische Lösungen, langfristige und flexible. Und vergessen Sie nicht, was Herr Landsberg diese Woche gesagt hat. Nicht jetzt ich oder irgendjemand von den Grünen. Herr Landsberg hat gesagt, wir werden auch mehr Klimaflüchtlinge haben. Meine Damen und Herren, ich finde, in diesen Tagen kommt es auf eins an. Humanität und Ordnung, das sind nicht nur Überschriften. Wir sollten sie mit Leben füllen und nicht mit Ihren Lebenslügen aufblasen. Herzlichen Dank.
Katrin Göring-Eckardt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen verweist am Anfang ihrer Rede darauf, dass jeder zehnte Einwanderer Deutschland wieder verlässt. Fakt ist aber auch, 300.000 Menschen müssten Deutschland eigentlich wieder verlassen. Das scheitert oft auch an der Bereitschaft von deren Herkunftsländern. Nächster Redner Bernd Baumann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Mehr Abschiebungen, das verlangt die CDU mit ihrem heutigen Antrag. Schon 2017 hat diese Partei eine Abschiebeoffensive versprochen. Rückführung, Rückführung, Rückführung hieß es. Heute fordert die Union wieder dasselbe, aber es gibt einen Unterschied. Damals regierte die CDU. Hat sie ihre eigenen Forderungen eingelöst? Hat sie Wort gehalten? Nein, meine Damen und Herren, die Zahl der Abschiebungen sank sogar rapide, immer tiefer. So viel zur Glaubwürdigkeit der CDU. Sie wollen nicht abschieben, damals nicht und heute nicht. Genauso wenig wie die heutige linksgrüne Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Die hat auch eine Abschiebeoffensive angekündigt und da kommt seit 2 Jahren auch nichts. Das hat man gestern wieder gesehen. Das Einzige, was steigt, geradezu explodiert, sind die Zahlen der illegalen Einwanderer, der nicht abgeschobenen. Auch hier eiskalter Wählerbetrug. Die Mehrheit der Deutschen will das alles nicht. Aktuelle Umfragen zeigen das. Viele äußern sogar Angst. Angst, dass so viele Menschen kommen. Sie wollen nicht, dass immer neue Parallelgesellschaften entstehen aus ganz fremden Kulturen mit ganz anderen Wertvorstellungen von Frauenrechten über Familienehre und Männergewalt bis hin zu den harten türkisch-arabischen Clans. Das wollen die nicht. Die Mehrheit der Deutschen, die Mehrheit will vielmehr das eigene bewahren, die eigenen Werte, die eigene Kultur, eben genau das, was das ethnisch-kulturelle deutsche Volk ausmacht, als Teil der europäisch-abendländischen Zivilisation. Das wollen die, meine Damen und Herren. Aber in der Regierung sitzen heute Politiker, damals wie heute, die mit diesem Volk nichts anfangen können. Ich zitiere den Vizekanzler Habeck. Es gibt kein Volk. Der Begriff Volk schließe Menschen aus. Er sei totalitär und ausgrenzend. Der Kanzler antwortete mir kürzlich, Olaf Scholz, er kenne kein ethnisch-kulturelles Volk, sondern nur ein Staatsvolk. Selbstverständlich gibt es das Staatsvolk. Das sind alle Bürger mit deutschem Pass, mit gleichen Rechten und Pflichten. Und das ist auch gut so. Aber natürlich gibt es ebenso ethnisch, kulturell ein deutsches Volk. Auch die Väter unseres Grundgesetzes wussten das. In Artikel 116 heißt es, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder wer deutscher Volkszugehörigkeit ist. Punkt, meine Damen und Herren. Auch die deutsche Wiedervereinigung hätte es ja nicht gegeben ohne die Rufe der DDR-Bürger. Wir sind ein Volk. Welches Volk haben die wohl gemeint? Für uns als AfD gibt es dieses deutsche Volk, das auch schützenswert ist, das sich selbst behaupten darf, das mitentscheidet, wer zu uns kommt, wer bleiben darf und wer wieder gehen muss, meine Damen und Herren. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Stefan Thomé. Und er ist einer der parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir führen heutige Debatte am Tag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, die zum Teil neue Ziele festgelegt und vereinbart hat, zum Teil auch nur noch einmal deutlich gemacht hat, dass diese Regierung bereits mitten in einem Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik und der Migrationspolitik sich befindet. Die Koalition will erstens mehr gesteuerte, reguläre Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Sie will zweitens mehr Kontrolle und ja auch Begrenzung irregulärer Migration in unser Asyl- und Sozialsystem. Sie will drittens als Ziel einen gerechteren Verteilmechanismus innerhalb Europas. Und viertens halten wir natürlich, das ist ja auch unbestritten, an unseren humanitären, völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen fest. Das alles ist keine Aufgabe von Wochen oder Monaten. Es ist auch nicht mit ein oder zwei Gesetzesänderungen zu erreichen und auch nicht, indem der Finanzminister sein Füllhorn auskippt, als wäre der Bundeshaushalt eine unerschöpfliche Geldquelle. Der Antrag der Union vom 28. März enthält
einige Punkte, die ohnehin schon auf der Agenda der Koalition stehen, einige Punkte, die sich mit der gestrigen Einigung erledigt haben. Gut, das war vor 6 Wochen noch nicht vorherzusehen für Sie, aber enthält eben auch einige Punkte, mit denen wir dann doch eine andere Auffassung vertreten. Und deswegen will ich jetzt an der Stelle 2 Punkte herausgreifen, um zu zeigen, weshalb Ihr Antrag am Ende für uns dann doch nicht zustimmungsfähig ist. Das ist einmal bei Ihnen der Punkt 7 oder die Punkte 7 und 8, die Identitätserklärung. Einmal die Duldung für Personen mit ungeklärter Identität und vor allem das Thema Identitätsfeststellung mittels eidesstattlicher Versicherung. Welche Fälle sind denn da gemeint? Natürlich besteht keine freie Wahl, ob man jetzt Identität feststellt durch Dokumentenvorlage oder durch eine eidesstattliche Versicherung, sondern es sind die Fälle, in denen die Voraussetzungen einer wirtschaftlichen, einer rechtlichen, einer sprachlichen Integration eigentlich gegeben sind, aber die Feststellung der Identität deswegen misslingt, weil Gründe vorliegen, Hindernisse, die der Ausländer nicht selber zu vertreten hat. Das sind Fälle der Unmöglichkeit, Fälle der Unzumutbarkeit, zum Beispiel weil für die Passbeschaffung in der Botschaft hohe Gebühren oder auch Schmiergelder erforderlich werden, die einem Diktator die Tasche füllen, oder weil Erklärungen verlangt werden, neue Erklärungen, die auch eine Gefahr für Angehörige im Heimatland darstellen können. In solchen Ausnahmefällen muss man doch irgendwie die Identitätsfeststellung zu einem Ende bringen können, und das kann eben durch eine Versicherung dann geschehen. Das ist das eine, der eine Punkt. Und ein zweites Beispiel, weshalb wir am Ende Ihren Antrag ablehnen werden, das ist bei Ihnen die Ziffer 9 in Ihrem Antrag, das Thema Sicherungshaft. Da wollen Sie, dass generell der sogenannte Prognosezeitraum von 3 auf 6 Monate bei allen verlängert wird. Ganz kurz zur Erklärung, worum geht es da? Es geht um den § 62 Aufenthaltsgesetz, da ist die Abschiebungshaft geregelt, und da gibt es den Fall, dass eine solche Abschiebungs- oder Sicherungshaft dann verhängt wird, wenn die Befürchtung besteht, dass sich der Ausländer der Abschiebung entziehen will, indem er zum Beispiel untertaucht. So, und jetzt gibt es davon eine Ausnahme, nämlich die Fälle, in denen feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung in den nächsten 3 Monaten nicht vollzogen werden kann. Und diese Ausnahme haben wir als Koalition auf 6 Monate verlängert, in den Fällen, wo es um Straftäter und Gefährder geht. Warum wollen wir es? Wir wollen einen Schwerpunkt setzen auf die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Das ist etwas, was uns auch alle hier im Haus eint. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, für alle generell diese Prognose von 3 auf 6 Monate zu verlängern, weil es doch bei den Abschiebungen oft daran hapert, dass wir bundesweit nicht einmal 700 Abschiebungshaftplätze haben. Die betreiben die Länder, weil die Länder ja auch für die Abschiebungen zuständig sind. Also, Abschiebehaftplätze sind knapp. Und deswegen wollen wir, dass sie vor allem da genutzt werden, wo wir wirklich einen Schwerpunkt setzen wollen auf Rückführung, also bei Straftätern und Gefährdern. Und da haben wir ohnehin schon die Verlängerung auf 6 Monate vorgenommen. Deswegen stimmen wir im Endeffekt Ihrem Antrag nicht zu, obwohl es eine ganze Reihe von Punkten gibt, wo Sie mit uns d'accord gehen, wo Sie Dinge übernehmen, die ohnehin im Koalitionsvertrag stehen oder die auch gestern vereinbart worden sind. Aber im Endeffekt gibt es Punkte, wo Sie eine andere Haltung einnehmen oder die Dinge falsch verstehen. Und deswegen werden wir am Ende Ihren Antrag ablehnen. Ich danke Ihnen schon. Stefan Thome für die FDP-Fraktion. Der Bundestag diskutiert weiter Anträge aus der Union und aus der AfD zum Asyl- und Aufenthaltsrecht. Es geht um konsequentere Abschiebungen beispielsweise. Und die nächste Rednerin hier, jetzt Clara Bünger aus der Linksfraktion, Sprecherin für Fluchtpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir anschaue, wie sich die Fluchtdebatte in den letzten Tagen und Wochen entwickelt hat, bin ich entsetzt. Ich bin entsetzt über die Brutalität und die zutiefst inhumanen Maßnahmen, mit denen Politikerinnen auf die gestiegenen Asylzahlen reagieren wollen. Ich nenne Ihnen mal ein paar Fakten. Rückführungsoffensive, verpflichtende Grenzverfahren an den Außengrenzen, sichere Herkunftsstaaten, Grenzkontrollen, Zäune, Mauern. Bei den Plänen, die momentan diskutiert werden, haben wir es tatsächlich
mit nie dagewesenen Asylrechtsverschärfungen zu tun. Und Frau Lindholz, wenn Sie hier von Schleusung von Migranten sprechen, es geht hier um Menschen. Menschen, die ihre Angehörigen, die ihre Kinder, die ihre Eltern verloren haben, weil die Bomben ihre Häuser zerstört haben. Das sind die Menschen, die hierher kommen. In der aktuellen Debatte gerät völlig aus dem Blick, worum es beim Thema Flucht eigentlich geht. Es geht um Familien, die fliehen müssen, weil in ihrem Land Krieg herrscht. Es geht um Aktivisten, die von repressiven Regimen verfolgt werden und denen mit dem Tod gedroht wird, weil sie für Demokratie kämpfen. Sie kommen nach Deutschland, um hier Schutz zu suchen. Wenn die Union in ihrem Antrag davon spricht, irreguläre Migration begrenzen zu wollen, dann meint sie eigentlich, dass sie diese Schutzsuchenden bekämpfen wollen. Es gibt nämlich gar keine legalen Fluchtwege. Alle Asylsuchenden müssen doch zunächst irregulär einreisen. Aber die allermeisten von ihnen, wenn sie hier ankommen, werden einen Schutzanspruch bekommen, nämlich über 70%, Frau Lindholz. Über 70%, da liegt die bereinigte Schutzquote. Und deshalb sind die Forderungen nach erhöhten Abschiebungen einfach völlig fehl am Platz. Wofür ich aber gar kein Verständnis habe, Finanzminister Lindner sprach davon, er wolle, Zitat, alle Maßnahmen einleiten, die dazu beitragen, die Kontrolle des Zugangs zu verbessern. Wo bleibt denn hier die Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte? In einer Demokratie müssen Grund- und Menschenrechte Maßstab politischen Handelns sein. Nicht die Umsetzung rechter und populistischer Forderungen um jeden Preis. Es liegt doch auf der Hand, was stattdessen passieren müsste. Die Kommunen brauchen finanzielle Unterstützung, damit sie ankommende Geflüchtete menschenwürdig unterbringen können, versorgen können und integrieren können. Hierzu wären umfassende Investitionen in Kitas, in Schulen, Wohnungen notwendig. Davon würden im Übrigen wir alle in Deutschland profitieren. Nicht Geflüchtete sind das Problem, sondern die mangelnde Infrastruktur in Deutschland. Jetzt bekommen die Kommunen immerhin eine dringend benötigte Finanzspritze. Eine langfristige Lösung wurde auf dem gestrigen Flüchtlingsgipfel aber nicht gefunden. Und das Schlimmste ist, dass sie hauptsächlich Maßnahmen zur Abschottung beschlossen haben. Die Unterstützung für Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen, die Ausweitung der sicheren Drittstaatenregelung und noch mehr Abschiebehaft. Allein Thüringen hat sich deutlich gegen diese Verschärfung ausgesprochen. Vielen Dank dafür. Die Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels werden, wenn sie so auch von der Bundesregierung weiterverfolgt werden, zur Folge haben, dass es mehr Tote und Leid an den Außengrenzen geben wird. Dass SPD, FDP und Grüne das verantworten, obwohl sie mit dem Versprechen eines fortschrittlichen Paradigmenwechsels in der Migrationspolitik angetreten sind, ist zutiefst enttäuschend. Hören Sie auf, die Politik von Seehofer weiter zu betreiben. Und Stichwort Anscheinspolitik, Helge Lind. Sie haben doch alles mitgetragen, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Und auch die Grünen, sie tragen das doch alles mit, die Vorschläge zur Abschottung an der Außengrenze mit verpflichtenden Grenzverfahren, Ausweiterung sichere Drittstaaten. Und das bedeutet, dass es keine inhaltliche Prüfung von Asylanträgen geben wird. Und das ist ein Riesenproblem, das ist eine Riesenenttäuschung dieser Koalition. Vielen Dank. Clara Bünger für die Linksfraktion in der Debatte zum Asyl- und Aufenthaltsrecht. Und im Fokus stehen Grenzkontrollen und Rückführungen. Früher hat man ja häufiger mal Abschiebungen zugesagt. Peggy Schierenbeck aus der SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sie ist Mitglied der SPD-Arbeitsgruppe Migration und Integration. Meine Damen und Herren, erst vergangene Sitzungswoche haben wir hier zu einem Unionsantrag gesprochen. Da ging es um Obergrenzen und Flüchtlinge. Und ich habe Ihnen gesagt, mit uns wird es keine Obergrenze geben. Nun gibt es wieder einen Antrag von der Union. Diesmal geht es um Abschiebungen. Und dieser Antrag suggeriert, dass wir als Ampel so gar nichts tun würden, so gar nichts in Sachen Rückführungen. Als legten wir die Hände in den Schoß und harren der Dinge, die da kommen. Nun freue ich mich, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass ich meine Redezeit hier dazu nutzen kann, um ein bisschen aufzuklären. Denn es geht mir um Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich weiß, dass Sie sich viele Sorgen machen.
Kommen nun alle Menschen einfach so zu uns, alle Schwerverbrecher? Kapern sie unser Sozialsystem und am Ende ist nichts mehr für uns übrig? Ich sage Ihnen, Angst ist kein guter Ratgeber, Sachlichkeit aber schon. Und zur Sachlichkeit will ich beitragen. Es werden nämlich immer so gern mehrere Dinge miteinander vermischt und ich will das für Sie einmal sortieren. Das eine ist die Fachkräfteeinwanderung, die Arbeitsmigration. Dazu haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschrieben. Wir brauchen dringend Fachkräfte. Die Fachkräfteeinwanderung sichert unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Und für diese Fachkräfte erleichtern wir den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Wir geben ihnen eine sichere Perspektive. Denn wir brauchen ihre Qualifikation, Erfahrung und Potenzial. Dann haben wir die Menschen, die bei uns Schutz suchen, weil sie wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden, aufgrund ihrer Religion oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Wir gewähren ihnen Schutz gemäß unserem Grundgesetz und gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention. Und es gibt die, die noch nicht wissen, ob sie Asyl erhalten werden, und also die, denen wir den Aufenthalt gestatten. Und es gibt die, deren Abschiebung ausgesetzt ist, also die, die wir hier dulden. Oft sind diese Menschen bereits lange in Deutschland und sind längst Teil unserer Gesellschaft geworden. Und für diese Menschen haben wir das Chancen- und Aufenthaltsrecht geschaffen. Genau, wir geben ihnen eine Chance. Diese Menschen müssen sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Sie dürfen nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt sein. Und sie dürfen auch nicht über ihre Identität getäuscht haben. Zu einem funktionierenden Asylsystem gehören allerdings auch Rückführungen. Diese werden in unserem Land selbstverständlich auch durchgeführt. Liebe Union, Ihr Antrag soll doch nur Stimmung machen. Mit der Rückführungsoffensive haben wir längst begonnen. Für Straftäter und Gefährder haben wir die Ausweisung und die Anordnung von Abschiebungshaft effektiver und praktikabler gestaltet. Sie haben es gehört. Wir haben einen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen eingesetzt. Nancy Faeser bringt für uns das gemeinsame europäische Asylsystem voran. Liebe Union, mit Ihrem Antrag versuchen Sie nur davon abzulenken, dass Sie in diesem Themenbereich in 16 Jahren und uns geführten Bundesinnenministeriums keine Erfolge vorweisen konnten, weder auf nationaler noch auf EU-Ebene. Vielleicht denken Sie, liebe Union, Sie machen gute Oppositionsarbeit im klassischen Sinne. Aber ich sage Ihnen, Sie tun das auf dem Rücken unserer Bürgerinnen und Bürger. Sie spielen um das Vertrauen in unsere Demokratie. Nun möchte ich an der Stelle aber auch noch einmal einordnen. Ich bin Sozialdemokratin. Ich habe Solidarität in meinem Herzen. Für mich ist das Wichtigste, dass wir Menschen, die bei uns Schutz suchen, diesen auch gewähren, wenn wir es können. Ich habe das gerade ausgeführt. Nancy Faeser ist Sozialdemokratin und sie nimmt die Dinge in die Hand. Und sie zeigt mit ihrem schnellen Handeln, dass sie sich nicht wegduckt. Sie schafft pragmatische Lösungen. Ich betone, wir suchen nicht nach mehr Menschen, die wir nun abschieben können, sondern führen nur die schneller zurück, die bei uns sowieso keine Aufenthaltsperspektive haben. Und für alle anderen machen wir unseren sozialdemokratischen Job. Sagt Peggy Schierenbeck aus der SPD-Fraktion und jetzt aus der Unionsfraktion der innenpolitische Sprecher Alexander Trom. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, gestern war großer Showdown im Kanzleramt. Und Ergebnis? Verlierer sind erneut die Kommunen und ihre Einwohnerinnen und Einwohner, denn es gibt keine ausreichende Finanzierung, es gibt keine Planbarkeit, es gibt kein Mitwachsen mit den zunehmenden Flüchtlingszahlen, es gibt keine Unterstützung bei den Unterbringungsmöglichkeiten und vor allem es gibt keine kurzfristigen Maßnahmen, die tatsächlich auch den Zuzug begrenzen und damit die Kommunen entlasten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit lässt der Bundeskanzler, die Ampel, die Kommunen weiterhin das ausbaden, was auch ihre offene Flüchtlings- und Migrationspolitik mitverursacht. Nicht alleine, aber mitverursacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man noch eine kleine Hoffnung haben könnte, dass das, was über die 1 Milliarde noch drinsteht, was Begrenzung anbelangt, was Verfahren anbelangt, was Rückführung anbelangt, auch irgendwann mal in die Umsetzung kommt, dann ist seit heute, seit dieser Debatte klar,
Alles, was da drin steht, ist seit der Rede der Kollegin Göring-Eckardt Makulatur. Sie hat es heute alles für die Grünen eingesammelt und der Kollege Lindt hat ihr weitestgehend zugestimmt. Also insofern, da ist keine Hoffnung der Begrenzung der Steuerung und Ordnung. Das ist alles Schein, was gestern da vom Bundeskanzler gemacht wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann hatten wir eine Debatte ums Geld. Und der größte Gegner der Kommunen war die FDP. Ihr Fraktionsvorsitzender Dörr hat in der Stuttgarter Zeitung am Dienstag den Vogel abgeschossen. Er sagt, noch mehr Geld vom Bund bedeutet, dass weniger Geld für andere Projekte da ist, etwa Kindergrundsicherung. Die FDP hat damit das sensible Thema Flüchtlingsschutz und Migration ins Verhältnis gesetzt zur Zahlung und Versorgung der ärmsten Kinder in unserem Land. Und das, Herr Kollege, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das nenne ich schäbig. Das ist Öl ins Feuer dieses sozialen Sprengstoff. Und das nützt nur diesen hier am rechten Rand. Und das ist der FDP, was Sie hier machen, nicht würdig. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben im Bereich der Migration die Zustimmung der Bevölkerung längstens verloren. An die 60%, egal welches Institut Sie befragen, lehnen Ihre Migrationspolitik und mehr Flüchtlinge ab. Und mit dem, was Sie hier heute veranstalten, wird es eher noch mehr als weniger. Und dann habe ich mich noch gefreut, dass ich gesagt habe, wo ich gelesen habe, Ausreisegewahrsam, 28 Tage. Ich meine, das ist jetzt schon Makulatur. Aber ich weiß noch, wie ich mit dem Kollegen Lindt und dem Kollegen Castellucci vor 4 Jahren als Berichterstatter das geordnete Rückkehrgesetz verhandelt habe. Da hat die SPD, Sie beide, Ihre damalige Justizministerin, dies als menschenunwürdig bezeichnet, als wir genau dieses gefordert haben. Sie haben es als verfassungswidrig bezeichnet. Ich hoffe, dass Sie das durchkriegen. Aber ich sage Ihnen auch, das wird Ihnen mit den Grünen nicht gelingen. Und ich werde dann, wenn Sie es durchbringen, Ihre Reden, auch eine Rede der Kollegin Baerbock, die ich da noch in Erinnerung habe, genüsslich verbreiten, weil wir hätten das alles schon seit 4 Jahren haben können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann macht die Frau Innenministerin Faeser einen knallharten Vorschlag mit dem Außengrenzverfahren. Das ist nichts anderes als bewusste Irreführung der Bevölkerung. Denn das, auf was sich die Ampel bei dem Vorschlag zum GEAS, Außengrenzverfahren, geeinigt hat, verwässert den Vorschlag der Kommission. Und schon der war ein Kompromissvorschlag, der nicht besonders effektiv gewesen wäre. Sie senken den Anwendungsbereich des Außengrenzverfahrens von 20% Anerkennungsquote in den einzelnen Ländern auf 15. Damit fällt beispielsweise Nigeria heraus. Und in Krisensituationen auf 5. Und alle Minderjährigen, auch 17-Jährige, sind vom Anwendungsbereich ausgenommen. Da bleibt nichts mehr übrig. Die Hoffnung, die Sie in die Welt streuen, und die Frau Innenministerin, die wird sich selbst, wenn es umgesetzt wird, wenn Sie eine Einigung bekommen, nicht gelingen. Und letztlich wollen Sie den erweiterten Familienbegriff akzeptieren. Also nicht nur die Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind, sondern auch Geschwister, Onkel, Tanten sind Ankerpersonen. Und die Länder wie Deutschland, die in den letzten Jahren besonders viel humanitäre Leistungen erbracht haben und die Menschen hier aufgenommen haben, die haben besonders viele Ankerpersonen. Wenn Ihr Konzept zum GEAS tatsächlich in Europa durchgesetzt wird, bedeutet es mehr Flüchtlinge, mehr Migration nach Deutschland als weniger. Herzlichen Dank. Alexander Drom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Ihm wird jetzt antworten Marcel Emmerich. Er ist Obmann der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Innenausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Drom, ich muss erst mal mit Empörung feststellen, dass Sie sich heute dafür ausgesprochen haben, mit Blick auf den Vorschlag der Kommission, auch Kinder an der europäischen Grenze
zurückzuweisen. Sie würden wahrscheinlich auch Kinder nehmen und ganz allein in ein Gefängnis stecken. Das ist einfach unmenschlich. Und Kollege Emmerich, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Bemerkung? Nein, ich bin gerade erst am Anfang. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen von Amer Abdallah. Amer Abdallah ist seit 2015 hier in Deutschland, seit September 2015. 2 Wochen hatte sein Weg aus Syrien gedauert. Damals war der Weg noch einfacher als heute. Er hat in Syrien ein Studium des Chemie-Ingenieurwesen absolviert und mittlerweile studiert er in Deutschland Politik und Soziologie. Seit er hier ist, hat er sich engagiert. Seit er hier ist, ist er im Gemeinderat aktiv, im internationalen Ausschuss. Und er war auch schon beim Sommerfest des Bundespräsidenten eingeladen und bei der bürgerlichen Delegation zur Feierlichkeit des Tags der Deutschen Einheit. Und er macht gerade ein Praktikum hier im Deutschen Bundestag. Und er war am Mittwoch auch auf der Besuchertribüne im Innenausschuss. Und er hat mir ein Zitat mitgegeben, das ich hier verbreiten möchte. In der Sitzung vom Innenausschuss kam eine Szene in meinen Kopf, wie ich im Schlauchboot im Mittelmeer saß mit anderen hilflosen Menschen und nicht wusste, was auf mich zukommt und welche Träume ich wegen des Krieges verloren habe. Und heute sitze ich im Bundestag im Herzen der Republik. Und die Menschen, die über mein Schicksal reden und das Schicksal vieler Geflüchtete, haben keine Ahnung und keinerlei Berührungspunkte über die Realität von Geflüchteten. Und das will ich hier mal deutlich machen. Denn das, was in der ganzen Debatte um Geflüchtete gerade passiert ist, dass es vor allem um Technik geht, dass es um Mathematik geht, um Statistiken, um Zahlen, aber nicht um Menschen, nicht um Geflüchtete, nicht um die einzelnen Schicksale dieser Menschen. Und diese unhumane, diese unmenschliche, unempathische Herangehensweise, dieser wirklich kalte Blick auf die Welt, der ist falsch, denn wir haben ein internationales Recht. Und wir haben ein individuelles Recht auf Asyl, und das werden wir nicht untergraben. Und wenn wir jetzt auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz blicken, dann muss ich sagen, dass meine Fraktion seit Wochen sehr hart dafür gekämpft hat, dass die Kommunen auch finanzielle Unterstützung bekommen. Und ich finde es richtig, dass dieser Knoten geplatzt ist, dass die Blockade sich da gelöst hat, weil die Kommunen, die leisten enorm Unglaubliches, Großartiges bei dieser großen Herausforderung der Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten. Und dafür möchte ich Ihnen Danke sagen. Und deswegen ist auch richtig, dass wir sie finanziell unterstützen. Und wenn ich mir den MPK-Beschluss des Weiteren anschaue, gibt es da ja einige Punkte. Da haben Sie gesagt, da wird irgendwas eingesammelt. Was ich Ihnen sage, ist, in aller Ehre der Ministerpräsidentenkonferenz, Bundesgesetze macht immer noch der Deutsche Bundestag und nicht die Ministerpräsidentenkonferenz. Und deswegen werden wir uns das alles sehr genau anschauen. Und den Geist der Abschottung, Abschreckung und Ausgrenzung, den werden wir nicht machen. Denn es braucht einen Fokus auf eine Integrationsoffensive. Statt immer mehr Rufe nach Abschottung braucht es konkrete Maßnahmen zur Entlastung, indem wir das Arbeitsverbot für Geflüchtete abschaffen, indem wir die Anerkennung von Berufsabschlüssen erleichtern und indem wir eine nachhaltige Finanzierung von Integrations- und Sprachkursen auf die Beine stellen. Das entlastet die Kommunen bei der Versorgung und Unterbringung. Das entlastet sie sofort. Und deswegen brauchen wir genau das. Und wenn wir dann mal wieder Ihren Vorschlag anschauen, dass es überall Grenzkontrollen geben soll, dann sehen wir einfach, wie weit Sie wirklich auch davon weg sind, irgendwie neben Ihrem kalten Herz noch den Wirtschaftsstandort Deutschland im Blick zu haben. Stationäre Grenzkontrollen entlang 2.436 Kilometer sind ein Schaden für die Wirtschaft, sind eine enorme Belastung für die Bürgerinnen und Bürger in der Grenzregion und sie sind überhaupt sicherheitspolitisch ineffektiv, weil Bundespolizisten an den Bahnhöfen und an den Flughäfen gebraucht werden und nicht 24/7 an den deutschen Grenzen. Da sind sie auch vollkommen auf dem falschen Dampfer.
Also, wir brauchen bei der Asyl- und Migrationspolitik vor allem einen Blick auf die Humanität. Wir brauchen einen guten Zusammenhalt in diesem Land. Und mit Ihren Parolen werden wir das sicher nicht bekommen. Es ist wirklich bei solchen Debatten schade, dass Angela Merkel weg ist und jetzt hier bei Ihnen andere Leute den Ton angeben. Marcel Emmerich aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat hier mit einem Vorhalt an Alexander Throm die Wellen hochschlagen lassen. Und deswegen gibt es jetzt auch eine Kurzintervention des Unionsabgeordneten. Ich finde es ehrlich gesagt unparlamentarisch, wenn Sie mich ansprechen in Ihrer Rede, mich angreifen und dann eine Zwischenfrage nicht zulassen. Deswegen diese Nebenintervention. Sie haben mir vorgeworfen, ich wolle auch Kinder einsperren in dem Außengrenzverfahren. Ich nehme mal an, dass Sie sich mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission für das Außengrenzverfahren auseinandergesetzt haben. In diesem Vorschlag der Europäischen Kommission sind Kinder und Familien Familien mit Kindern bis zu 12 Jahren vom Anwendungsbereich ausgenommen. Nichts anderes halten wir für richtig. Wir können auch noch darüber diskutieren, den Anwendungsbereich auf 14 heraufzusetzen. Aber Ihr Vorschlag, das bis zur Volljährigkeit zu machen, senkt den Anwendungsbereich so weit herunter, dass für das tolle und große Außengrenzverfahren, das die Frau Innenministerin vorschlägt, kein Anwendungsbereich mehr gegeben ist. Und deswegen weise ich den Vorwurf zurück, dass ich Kinder einsperren wollte. Ich habe mich auf den Vorschlag der Europäischen Kommission gestützt, die bis Familien bis 12 Jahre dieses Außengrenzverfahren nicht anwenden will, aber darüber hinaus schon. Und genau das wollen wir auch. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Sehr geehrter Herr Kollege Throm, am Anfang meiner Rede habe ich Sie angesprochen, das ist richtig, aber ich war gerade erst zu Beginn und wir können uns jetzt ja hier gut dazu austauschen. Ich möchte Ihnen sagen, das, was Sie da gesagt haben, das stimmt nicht. Wenn man sich anschaut, die Kinderrechtskonvention, die geht nicht davon aus, dass Kinder nur bis 12 Jahre alt Kinder sind, sondern sie sind auch darüber hinaus noch Kinder. Und wenn man sich anschaut, was ist die Lebensrealität von Menschen, die 13, die 14 sind, glauben Sie, dass das Menschen sind, gestandene Persönlichkeiten, die abgeschoben werden sollten, die sofort zurückgewiesen werden sollten, das glaube ich nicht. Ich glaube, eine christliche Partei sollte so nicht über Kinder reden. Eine christliche Partei sollte nicht so auf Kinder schauen und so mit Kindern umgehen. In anderen Debatten in der Innenpolitik halten Sie den Kinderschutz ganz hoch. Ganz hoch. Aber wenn es um Geflüchtete geht, dann sind Ihnen Kinderrechte egal. Und das lassen wir nicht zu. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Gottfried Curio für die AfD-Fraktion. Gottfried Curio ist innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Ampel kündigt im Koalitionsvertrag groß eine Rückführungsoffensive an, aber die sich dafür zuständig haltende FDP liefert gerade nicht. Die Zahl der Abschiebungen ist sogar weit niedriger als vor der Pandemie. Die Migrationsabkommen zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber, die gibt es schlicht nicht. Das Vorzeigeabkommen mit Indien funktioniert nicht. Bei über 800 passlosen Indern, die allein in Sachsen-Anhalt zur Rückführung anstehen, passiert nichts. Syrien, Afghanistan, Irak, Marokko, überall Fehlanzeige. Und Thema Dublin-Rücküberstellung in andere EU-Länder, die scheiterten letztes Jahr zu weit über 90%. Was macht die Stillstandskoalition? Sie setzt permanent neue Anreize für weitere Migration und Sekundärmigration nach Deutschland. Ausweitung von Sozialleistungen, erweiterte Bleiberechte, Wegfall von Widerrufsprüfungen. Das verschärft natürlich schon bestehende Rückführungsprobleme. Und SPD-Innenministerin Faeser stellt sich sogar gegen die EU
EU mit ihrer Absage an einen Visahebel gegenüber unkooperativen Herkunftsstaaten. Eigentlich genauso nötig wie etwa Kürzung der Entwicklungshilfe. Es fehlt jeder politische Wille zur Durchsetzung, ähnlich wie bei der Anerkennung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten. Blockiert durch die FDP-gestützte Regierungspartei der Grünen, schmeißen Sie die halt aus der Regierung. Deren Zeit ist sowieso vorbei, seit die Bevölkerung gemerkt hat, wie der gefährliche Fanatismus dieser Ökodiktatursekte die Interessen der Bürger plattmacht in ihrer Verelendungskoalition. Die Antwort der Union, eine Mischung aus richtig und falsch. Natürlich ist es richtig, langjährige AfD-Forderungen zu übernehmen. Wie verlässlich das ist, kann jeder beurteilen, wenn Sie dieselben Forderungen vorher von der AfD gestellt ablehnen. Aber ja, es braucht die Rückführungsoffensive, bilaterale Rücknahmeabkommen. Nur wie die Ankündigungspartei FDP davon zu reden, reicht nicht. Natürlich muss der EU-Visahebel auf den Tisch, müssen ausreisepflichtige Gefährder und Straftäter nach Afghanistan abgeschoben werden. Allerdings braucht es dasselbe auch für Irak, Syrien, Eritrea, Somalia. Jedenfalls eine gute Idee, sich den Forderungen der AfD anzuschließen, meine Damen und Herren. Allerdings zeigt die tatsächliche Abschiebepolitik in 16 Regierungsjahren der Union leider kein wesentlich anderes Bild als die heutige Regierung. Und wenn Sie ankündigen, mit genau den Parteien der Ampel demnächst wieder zu koalieren, gegen die ja diese angeblich oppositionellen Forderungen gerichtet sein sollen, dann merkt der Wähler das und wählt im Zweifelsfall dann doch lieber das Original. Allerdings braucht dann auch niemand, was weiter in Ihrem Antrag steht, freiwillige Rückkehr finanziell stärker zu fordern durch Beratungszentren im Ausland. Finanziell geförderte freiwillige Ausreisen funktionieren kaum. Etliche reisen gleich wieder ein. Von den baren Asylbewerberleistungen wird Geld nach Hause geschickt. Da muss auf Sachleistungen umgestellt werden, wie die AfD seit langem fordert. Nur so wird einer der wichtigsten Anreizfaktoren endlich beseitigt. Die Migrationswende, meine Damen und Herren, kommt eben nur mit der AfD. Einfach zusammengefasst, was an Ihrem Antrag gut und richtig ist, ist von der AfD. Was nicht von ihr ist, ist auch nicht gut. Dabei, meine Damen und Herren, eine Mehrheit der Deutschen will, dass endlich weniger Migranten aufgenommen werden. Eine Mehrheit sagt, die gegenwärtige Aufnahmepolitik bringt vor allem Nachteile für Deutschland. Und andere Länder machen dann einfach Politik für die eigenen Bürger. Dänemark erlaubt selbstverständlich richtigerweise Abschiebungen nach Syrien, genau wie Ungarn. Aber ausgerechnet hier in Deutschland, wo sofort 1 Million Syrer außer Landes gebracht werden könnten, die sich hier wohl sein lassen auf Kosten unserer arbeitenden Bevölkerung, ausgerechnet bei uns finden dazu erst gar keine Verhandlungen statt über ein Migrationsabkommen. Das will auch die Union nicht. Dabei ist der Bürgerkrieg dort längst aus. Nicht in der Union, aber in Syrien. Hier braucht es endlich eine Politik im vorrangigen Interesse der deutschen Bürger. Die gibt es nur mit der AfD. Deshalb sagen wir, meine Damen und Herren, nicht die Heizung muss ersetzt werden, sondern diese Regierung. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Dr. Ann Beruschka Jurisch für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Politik ist bekanntermaßen das starke, langsame Bohren harter Bretter, und die Migrationspolitik ist ein besonders hartes Brett. Die Union führt sich hier gerade auf, als hätte sie 5 Innenminister lang dieses Brett mit einem Schlagbohrer bearbeitet, aber dem ist bei weitem nicht so. Wir sind bei der Ministerpräsidentenkonferenz gestern einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Aber es lohnt sich trotzdem, noch mal einen Blick auf die eigentliche Lage zu setzen. Die Zahlen sind uns allen bekannt. Wir haben 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine letztes Jahr aufgenommen. Dazu kamen 244.000 Menschen aus anderen Ländern. Das ist natürlich in der Gesamtheit eine große Belastung für unsere Kommunen. Die Gesamtanerkennungsquoten, liebe Kollegin Bünger, liegen in diesem Jahr bei 52%, in Deutschland, in der EU bei ungefähr einem Drittel. Abschiebungen scheitern oft aus praktischen Gründen. Dann dazu kommt auch noch unsere geografische Lage mitten in Europa und auch mitten im Schengen-Raum und in der EU. Wir haben kein Interesse daran, Grenzbäume aufzurichten, sondern die EU lebt eben von dem Gedanken daran, dass wir einen freien Personenaustausch zwischen den Ländern haben. Und Kollegin, wir haben humanitäre Verpflichtungen, die wir Kollegin selbstverständlich Jurisch, einhalten wollen. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Bünger? Nein, im Moment bitte nicht. Wir sind bei der Ministerpräsidentenkonferenz einen großen Schritt weitergekommen.
Und wir haben uns dort auch auf eine Zeitenwende in der Migrationspolitik geeinigt. Wir haben das Paradigma von Klarheit und Ordnung dort vereinbart. Und das entspricht auch dem Gestaltungsanspruch, den wir auch in unserem Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass wir ein modernes Einwanderungsland sein wollen, das irreguläre Migration begrenzen möchte, reguläre Migration ermöglichen und unsere humanitären Verpflichtungen nachkommen will. Die Lösung liegt nicht in mehr Geld. Die Transfers in großer Höhe an die Länder fließen weiter und es gibt noch zusätzlich 1 Milliarde Euro. Es geht jetzt vor allem um mehr Klarheit und Ordnung. Und der erste Weg in Richtung Klarheit und Ordnung ist, dass wir die Ankünfte in Deutschland, und ich betone das, in Deutschland reduzieren. Und dafür ist die GEAS-Reform ein entscheidender Faktor. Und da sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt. Es geht dort um die Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen für Personen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, bei uns aufgenommen zu werden und um einen flexiblen, verbindlichen Verteilmechanismus. Deutschland darf in dieser Debatte kein Bremsklotz sein. Wir brauchen kompromissfähige Vorschläge für Brüssel. Der zweite Weg zu mehr Klarheit und Ordnung sind Migrationsabkommen. Und da bin ich sehr dankbar, dass unser Migrationsbeauftragter, der seit Februar im Amt ist, dort auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und ich möchte auch noch mal die Länder, auch die unionsgeführten Länder, daran erinnern, dass sie zuständig sind für Abschiebungen und dort ihren Beitrag auch leisten. Der dritte Weg zu Klarheit und Ordnung ist, dass wir es Menschen leicht machen müssen, zu uns in unseren Arbeitsmarkt einzuwandern. Wir brauchen deswegen transparente und realistische Wege in unseren Arbeitsmarkt. Und deswegen bekommen wir jetzt auch ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, und darauf freue ich mich auch sehr. Migrationspolitik ist ein hartes Brett, und wir bohren hier jetzt an den richtigen Stellen. Es geht entscheidend voran. Vor uns liegen auch entscheidende Wochen, zum einen die Verhandlungen über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und über die GEAS-Reform. Und da bitte ich um gute Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank. Andrejuska Jurisch war das aus der FDP-Fraktion. Hier geht es weiter um das Asyl- und Aufenthaltsrecht. Es geht um Anträge aus den Reihen der Unionsfraktion und der AfD. Das soll alles verschärft werden und Rückführungen beschleunigt bzw. konsequent ausgeführt. Sebastian Hartmann ist der nächste Redner, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Verfahren gehören auch Abschiebungen. Aber, liebe Union, nicht nur Abschiebungen, denn zu einem funktionierenden Asylsystem gehört vor allen Dingen ein rechtsstaatliches Verfahren, das sich darauf konzentriert, dass Menschen, die tatsächlich Fluchtgründe und Asylgründe haben, in diesem System schnell und rechtssicher aufgenommen werden, meine Damen und Herren. Und da ist die Trennlinie zwischen der Ampelkoalition und der Union. Die Union redet immer über einzelne Punkte in der Migrationsfrage, die ihr gerade genehm ist, ob sie in der Opposition ist oder in der Regierung, und konzentriert sich heute auf den Punkt der Abschiebung. Plötzlich entdeckt sie ihr Herz für die Kommunen und möchte die Kommunen entlasten. Als sie in Regierungsverantwortung war, hatte sie kein Herz für die Kommunen, als es darum ging, Geld für Unterbringung und Versorgung und auch Rückführung zur Verfügung zu stellen, was übrigens eine Länderaufgabe ist. Der nächste Punkt, wo die Union ihr Herz für die Kommunen hätte entdecken können, ist die Frage der Altschuldenfrage. Es ist eine gemeinsame Verantwortung, dass wir die Kommunen von den Kosten freistellen, die frühere nicht konnexitäre Gesetze verursacht haben. Dann könnte man das finanzieren, was Wohnen, Mobilität und entsprechend das Leben angeht. Aber dort ist auch eine Fehlstelle, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. In der Debatte wird es endgültig schräg, wenn plötzlich Dinge vorgehalten werden, die jetzt in der Ampelkoalition angepackt werden. Denn zur Wahrheit gehört, es ist nicht nur ein nationalstaatliches Verfahren im Asylverfahren, sondern es ist eine gemeinsame europäische Verantwortung. Und hier ist die Ampelkoalition auf einem sehr, sehr guten Weg, was die Union in den 16 vergangenen Jahren nicht geschafft hat. Es gibt eine geeinte Position zwischen der Außenministerin, der Innenministerin. Wenn wir bei einem Neustart des GEAS dafür sorgen, dass nicht nur einzelne Staaten sich um ein einheitliches Asylverfahren bemühen in Europa, und Deutschland kommt hier seiner Verantwortung wunderbar nach in einer so dramatischen Situation, sondern dass es ein einheitliches Verfahren gibt in allen Staaten, weil wir wollen Asyl und Migration gemeinsam in Europa regeln. Und es gehört auch dazu, dass wir eben rechtsstaatliche Verfahren an den Außengrenzen durchführen, um uns auf die zu konzentrieren, die tatsächlich Asylgründe haben.
Und für den zweiten Teil, das ist eine nationale Frage, wo wir im Wettbewerb stehen, wollen wir mehr legale Einwanderung, indem wir eine Fachkräfteeinwanderungsoffensive starten mit einem Fachkräftegesetz, indem wir uns um Arbeitskräfte für die Millionen offener Stellen bemühen. Das wollen wir steuern. Und auch hier hat die Ampelkoalition ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Der dritte Punkt ist, dass wir auch erkennen, dass es eine geteilte Verantwortung in einem föderalen Staat gibt. Die Union blendet aus, dass für Rückführungen aus Deutschland die Länder zuständig sind. Und die Länder sind zuständig, wenn es um die Abschiebung geht, um die Rückführung. Aber der Bund sagt nicht, wie in der Vergangenheit unter Horst Seehofer und Angela Merkel, das interessiert uns nicht, wir bezahlen es nicht, wir kümmern uns nicht drum, sondern wir haben gestern im der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentenkonferenz gesehen, dass der Bund unterstützen wird. Wir werden das tun, indem wir Verfahrensvereinfachungen durchführen, indem wir Rückführungsabkommen schließen. Aber wir wollen vor allen Dingen Migrationsabkommen schließen. Denn die Vergangenheit hat doch gezeigt, dass auch Staaten Menschen nicht aufnehmen, auch wenn sie ausreiseverpflichtet sind. Das Ergebnis von 16 Jahren Merkel und Seehofer ist, dass 100.000 von Menschen in Dauerkettenduldungen waren. Und auch hier hat die Ampel eine Lösung angeboten, indem wir ein Chancenaufenthaltsrecht geben und sagen, unter bestimmten Konditionen könnt ihr einen verfestigten Aufenthaltsstatus haben. Es gibt keinen Grund, sich in der Migrationsdebatte zu verstecken. Es gibt aber viel Grund für die Union, in sich zu gehen und nachzudenken, was sie es wagt, diese Debatte hier heute so zu führen. Und dass der größte Applaus von ganz rechts außen kommt, meine Herren von der Union, das dürfte Ihnen doch zu denken geben. Denn es sagten ja andere, nachher wird das Original gewählt. Denn die Menschen werden in diesem Land sehr schnell identifizieren. Wird was zur Blaupause missbraucht, wird was zur Projektionsfläche nutzt und in Wahrheit keine einzige Lösung anbietet. Die Dinge, die Sie in Ihren 16 Jahren Einwanderungs- und Migrationspolitik nicht hinbekommen haben, löst eine progressive Fortschrittskoalition. Es lag nicht an der SPD, denn ein SPD-Kanzler wird das lösen, was Sie nicht getan haben. Lassen Sie mich schließen mit den Punkten, wo ich am Ende noch mal auf die Kommunen eingehen möchte. Ich weiß, dass die Wahrheit wehtut. Aber wir werden über die Wahrheit reden, wenn Sie das Thema aufmachen. Wir haben sowohl für den Bereich der Fachkräfte als auch Arbeitskräftemigration echte Gesetze, echte Angebote. Wir haben eine klare europäische Lösung, wenn wir über ein gemeinsames europäisches Asylsystem sprechen. Das ist etwas, was einen Neustart auf europäischer Ebene auslösen wird. Der letzte Punkt mit den Kommunen ist aber eins. Es wird nicht gegeneinander gehen. Bund und Länder haben eine gemeinsame Verantwortung. Wenn der Bund auf der einen Seite seinen Teil der finanziellen Verantwortung eindeutig nachgewiesen hat, dann bitte ich auch die Länder darum, ihren Teil der Verantwortung in der Tabelle einzutragen, es nachzuweisen. Wir tun über 24 Milliarden jedes Jahr in den Topf, was die Fluchtursachenbekämpfung angeht, was Geflüchtete für die Ukraine angeht. Das ist ein Riesenbetrag. Aber wir spielen nicht gegeneinander, sondern wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Lassen Sie mich mit Europa schließen. Europa ist die Antwort auf Krieg, Flucht, Vertreibung und Not. Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wenn dieses Europa an der Frage der Unterbringung von 1 Million Menschen, Geflüchteten, scheitert. Ist die Sicht des innenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion Sebastian Hartmann in dieser Debatte über das Asyl- und Aufenthaltsrecht. Und in der spricht jetzt Christoph de Vries aus der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hartmann, den einen Hinweis muss ich mir erlauben. Wie man Kommunen in einer Krise anständig und angemessen unterstützt, das hat die Union in der letzten Legislaturperiode vorgemacht. Wir haben ein Vielfaches an Geldmitteln zur Verfügung gestellt. Und wie richtig das war, das zeigt die Forderung aller Ministerpräsidenten von A- und B-Ländern, dass sie nämlich selber die Anwendung des Vier-Säulen-Modells fordern. Daran sollen Sie sich mal ein Beispiel annehmen, statt hier die Tatsachen zu verdrehen, lieber Kollege. Es ist doch klar, Deutschland befindet sich in einer akuten, schweren Migrationskrise, die in ihrer Dimension noch über 2015, 2016 hinausgeht. Und man muss leider heute feststellen in der Debatte, diese Bundesregierung, diese Ampelkoalition leidet unter einem kompletten Realitätsverlust in der Migrationsfrage. Das ist doch deutlich geworden. Das, was Sie da gestern vereinbart haben auf dem Gipfel, das ist doch das Papier nicht wert, auf dem es steht, wenn man sich heute diese Redebeiträge anhört von Herrn Lindt und Frau Göring-Eckardt. Das muss uns doch wirklich Sorgen bereiten. Und Sinnbild für das Handeln ist Frau Faeser. Trotz einer ständig wachsenden Zahl von Asylanträgen und illegalen Einreisen in unser Land
hat sie seit Monaten nichts unternommen, um die Migration zu begrenzen. Sie hat nichts unternommen, um illegale Einreisen zu unterbinden. Sie hat nichts unternommen, um die unbefriedigende Situation bei den Rückführungen zu verbessern. Meine Damen und Herren, sie ist ihrer Aufgabe und Verantwortung in keiner Weise gerecht geworden. Das muss man hier mal sagen. Und deswegen muss diese Placebo-Politik auch endlich ein Ende haben. Natürlich sind die Anliegen der Länder berechtigt, was die Finanzen anbelangt. Und sie sind auch begründet. Aber genauso klar ist doch, Städte und Kommunen sind längst über die Belastungsgrenze bei Unterbringung und Integration hinaus. Und so vieles, was richtig ist, Verkürzung der Asylverfahren, Verlängerung der Ausreise, des Ausreisegewahrsams, eins ist doch klar, damit lösen wir die Probleme nicht in unserem Land. Tag für Tag wird europäisches Recht, Asylrecht missachtet. Es gibt keine Registrierung in den Ankunftsländern. Es gibt keine Asylverfahren, die dort durchgeführt werden. Es gibt keine Rücküberstellung gemäß Dublin-Verordnung. Und an diesem Zustand, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird sich nichts ändern, solange Deutschland Hauptzielland der Asylmigration ist und nahezu jeder kommen und bleiben kann, egal ob er einen Asylanspruch hat oder nicht. Diesen Kreislauf müssen wir jetzt durchbrechen. Und deshalb, wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik. Ziel und Kern aller Maßnahmen muss die dauerhafte Begrenzung der Migration nach Deutschland sein. Und dafür brauchen wir auch lageangepasste nationale Grenzkontrollen an den Grenzen, so wie wir das in unserem Antrag fordern, meine Damen und Herren, solange es keine europäische Lösung gibt. Und wenn wir uns das Papier anschauen von gestern, es gibt dort ja keine Maßnahmen, die kurzfristig Abhilfe verschaffen. Kein politisches Bekenntnis der Bundesregierung zur Begrenzung der Migration, keine eindeutige Ankündigung zur Ausweitung nationaler Grenzkontrollen und Zurückweisungen, kein Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme, keine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf die Maghreb-Staaten und keine Verständigung, den Visahebel und die Entwicklungshilfe auch zu nutzen, um Rückführungsabkommen endlich mal zustande zu bringen. Meine Damen und Herren, das ist einfach zu wenig. Lass mich zum Ende kommen. Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik. Es ist mehr als überfällig. Sie haben die Gelegenheit, diesen Kurswechsel zu vollziehen mit mehr als Lippenbekenntnissen. Machen Sie heute einen Anfang und stimmen Sie unseren Beiträgen zu, unseren Anträgen zu. Vielen Dank. Christoph de Vries war das aus der Unionsfraktion. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte wird Joanna Kotar sein. Fraktionslos inzwischen, weil sie im November des vergangenen Jahres aus der AfD und auch aus der AfD-Fraktion ausgetreten ist. Einmal mehr sprechen wir über die Zuwanderung nach Deutschland und konsequente Abschiebungen. Auch die Union hat mittlerweile festgestellt, dass die Merkel-Jahre ein Fehler waren und will zurück zur Politik des gesunden Menschenverstandes. Das begrüße ich ausdrücklich. Der Sinneswandel kommt spät, vielleicht zu spät. Mittlerweile haben wir 30.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Die Asylanträge sind in den ersten Monaten dieses Jahres um 78% im Vergleich des Vorjahreszeitraums gestiegen. Allein der Bund hat 2023 flüchtlingsbezogene Ausgaben von 23 Milliarden Euro. Das ist mehr als der Bundeshaushalt für Gesundheit oder Bildung. Die Länder rechnen für die Jahre 2018 bis 2023 mit Ausgaben in Höhe von 50 Milliarden Euro. Das ist mit Verlaub Wahnsinn. Erst recht, wenn die eigenen Bürger unter hohen Lebenserhaltungskosten ächzen, den Heizungshammer vom Greichen-Clan bezahlen sollen und Deutschland immer mehr Schulden anhäuft. Und das Bittere daran ist, all das hätte verhindert werden können. Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen, konsequente Abschiebungen, all diese Vorschläge lagen doch 2015 schon auf dem Tisch. Damals waren Sie Nazi, heute diskutieren Sie die Grünen. Und damit sind wir beim Kernproblem deutscher Politik hier im Bundestag. Gute Anträge werden von den Regierungsparteien aus Prinzip abgelehnt. Völlig egal, ob sie von links oder von rechts kommen. Völlig egal, ob die Roten, die Schwarzen oder die Grünen regieren. Und das muss aufhören. Wir sind hier, um das Beste für Deutschland zu erreichen. Und wenn eine andere Partei als die eigene einmal eine gute Idee hat, dann sollte man die aufgreifen. Statt gegeneinander sollten wir hier gemeinsam für unser Land kämpfen.
Liebe Union, 2015 hätte ganz anders enden können, wenn Sie vernünftige Vorschläge aufgegriffen hätten. Und vernünftig waren Sie, sonst würden Sie sie heute nicht selber formulieren. Und Deutschland würde nicht so tief in der Asylkrise stecken. Und es ist völlig egal, ob der Bund oder die Länder die absurden Kosten tragen, denn letztendlich zahlt der einfache Steuerzahler. Und der sollte eigentlich im Zentrum deutscher Politik stehen, denn der hält den Laden hier am Laufen. Herzlichen Dank. Johanna Kutter, früher mal AfD, zwei habe ich jetzt gesehen aus der AfD-Fraktion, die doch sehr dezent applaudiert haben zu diesem Beitrag, der inhaltlich aber durchaus auf größere Zustimmung getroffen sein dürfte bei der AfD. Lars Castellucci ist der nächste Redner, SPD-Fraktion und da Sprecher für Migration und Integration. Bessere Durchsetzung von Asyl und auch Ausreisepflicht, also über Abschiebungen. Und dabei, das ist heute Morgen auch passiert, wird sehr gerne ein Gegensatz konstruiert. Auf der einen Seite das Recht, zu dem gehört natürlich auch, dass es am Ende zu Abschiebungen kommen kann. Und auf der anderen Seite die Humanität, was wir alle auch wissen, dass es zu schlimmen Schicksalsschlägen kommt, wenn Menschen hier in die Sackgasse geraten, wenn sie in den frühen Morgenstunden irgendwo rausgerissen werden und diese Abschiebungen durchgeführt werden müssen. Aber eins ist für uns klar, Recht und Humanität sind keine Gegensätze. Ohne Recht gibt es keine Humanität. Und gleichzeitig hat das Recht, den Menschen zu dienen, sonst verfehlt es seinen Zweck. Das ist die Grundlage für unsere Politik. Und so handelt die Bundesregierung. Wir stehen unverrückbar als Ampelkoalition zum Asylrecht und wir stehen unverrückbar zum internationalen Flüchtlingsschutz. Und zu diesem Recht gehört auch, dass es zu Abschiebungen kommt, wenn alle rechtlichen Instrumente ausgeschöpft worden sind. Und gleichzeitig sagen wir, diejenigen, die hier jahrelang sind, nicht zurück können, mit guten Gründen sich engagieren, einbringen, arbeiten, die haben auch eine Chance auf einen echten Aufenthalt verdient. Und dieses Gesetz, das Chancenaufenthaltsrecht, haben wir hier bereits im Deutschen Bundestag verabschiedet. Unsere Grundsätze sind klar, es ist besser, es kommt gar nicht zu Abschiebungen, indem Menschen Alternativen haben. Deswegen wollen wir legale Wege in die Arbeitsmigration weiter eröffnen und werden es in den nächsten Wochen hier im Bundestag weiter beraten. Es ist besser, unterstützt die Rückkehr zu fördern, dass Menschen wieder neu anfangen können in ihrer Heimat, als es zu Abschiebungen kommen zu lassen. Aber am Ende des Tages, wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind, dann müssen auch Abschiebungen besser durchgesetzt werden. Und diese Ergebnisse hat es gestern beim Flüchtlingsgipfel gegeben, und die werden wir hier im Deutschen Bundestag auch miteinander zu beraten haben. Recht und humanitäre Lösungen gehören zusammen. Ich bin ganz sicher, verehrte Kollegen von der Linken, mit Free Choice, mit No Borders, mit einer Vorstellung, jeder, der kommt, kann irgendwie bleiben. Mit solchen Vorstellungen, da landen wir im Chaos, und das ist dann ganz schnell das Ende von jeglicher Humanität. Und umgekehrt, da wo es hier so rechtslos geht, wo es hier so rechtslos geht, Ihre Obsession mit den Abschiebungen, die teilen wir auch nicht. Und sie ist irgendwo doch gespeist daraus, dass man irgendwie eine tief sitzende Abwehr hat gegen Menschen von anderswo. Und da sage ich Ihnen, das ist wohlstandsgefährdend in einem Land, das auf Einwanderung angewiesen ist. Diese Politik machen wir uns nicht zu eigen. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Unionsfraktion? Ja. Danke, Herr Kollege Castellucci, dass Sie die Zwischenfrage zulassen und dies bei mir dahinstanden. In dem Moment, wo Sie auf uns gedeutet haben und davon geredet haben, dass alles sei gespeist von einer Abneigung gegen Menschen. Gleichzeitig ist heute der Begriff in Bezug auf unseren Antrag von unmenschlich und von unchristlich gefallen. Und ich will Ihnen mal sagen, wir müssen hier in diesem Haus aufhören, dass diejenigen, die tragfähige Vorschläge unterbreiten, wie wir Zuwanderung und Migration ordnen, steuern und begrenzen können, dass die immer wieder in die unchristliche und in die unmenschliche Ecke gestellt werden.
Und ich komme jetzt zu meiner Frage, Kollege Castellucci. Weil Sie das immer formulieren und garnieren, gerne mit den Bildern, mit den schrecklichen Bildern aus dem Mittelmeer, wo viel zu viele Menschen sterben. Und die traurige Wahrheit ist, dass das größte Grab in der Region nicht das Mittelmeer ist, sondern die Wüste Sahara. Nach Schätzungen sind dort 1,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen, bei dem Versuch, die Sahara zu durchqueren, in der Hoffnung, dann von Nordafrika nach Europa zu kommen, insbesondere nach Deutschland. Und wenn ich das weiß, lieber Kollege Castellucci, glauben Sie nicht auch, dass es humaner wäre und dass es menschlicher wäre, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland mal aufhören, gefährliche Signale auszusenden? Nämlich, wir nehmen unbegrenzt alle auf. Wir sind sogar bereit, Hartz IV durch Bürgergeld zu ersetzen. Wir kommen weg zum Thema vom Prinzip Fördern und Fordern. Wir sind bereit, die Anforderungen an Staatsangehörigkeitsrecht abzusenken. Und wir vermischen dann noch, und das haben Sie hier auch wieder getan, Asyl mit allgemeiner Zuwanderung, nämlich durch ein Chancenaufenthaltsrecht, wo Sie gerade das klare Bekenntnis abgegeben haben, dass Sie beides durchmischen wollen. Wir glauben, das ist das falsche Signal. Und glauben Sie nicht auch, dass gerade das mit Menschlichkeit zu tun hätte? Also, sehr geehrter Herr Kollege Hoffmann, wenn Sie als Mitglied einer demokratischen Fraktion hier im Deutschen Bundestag sagen, wir machen eine Politik, dass hier jeder kommen kann, dann sage ich Ihnen, das muss aufhören, dass wir uns das als Demokraten gegenseitig hier unterstellen. Das trägt zur Verunsicherung in diesem Land bei. Und es ist nicht die Realität. Wir haben bei dem Chancenaufenthaltsrecht, einfach um mal über die Fakten zu sprechen, wir haben etwas wie eine Amnestie gemacht. Das ist eigentlich etwas, das hat einen christlichen Kerngedanken. Dem könnten Sie sich doch eigentlich mal zuwenden. Wir heilen eine Geschichte, die zurückliegt, die wir nicht besser geortet bekommen haben. Darf ich Sie daran erinnern, dass 16 Jahre lang Sie den Innenminister gestellt haben? Manchmal sitzen wir hier und wundern uns, was Sie uns nach einem Jahr für Vorhaltungen machen. Das ist doch alles Ihr Erbe, an dem wir jetzt mühsam arbeiten müssen. Herr Kollege Hoffmann, wer hat denn gesagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme? Herr Kollege Hoffmann, wer stellt denn einen Antrag, wenn ein Sicherheitsproblem hier in Berlin auftritt und fragt, wie sind die Vornamen der Täter? Das sind doch Ihre Leute, die so agieren. Das ist Spaltung, die Sie betreiben in diesem Land. Und wenn etwas aufhören muss, dann sind es diese Dinge, die uns immer nur auseinandertreiben. Wir werden die großen Aufgaben in unserem Land nur bewältigen, wenn wir den Zusammenhalt miteinander organisieren. Ja, jetzt bin ich eigentlich auch schon fertig und sage nur, Humanität und gutes Recht, gute Lösungen, die gehören für uns zusammen. Und das ist auch eine Daueraufgabe, der wir uns stellen. Wir werden an diesen Grundsätzen, die ich vorgetragen habe, festhalten und unbeirrt auch weitergehen. Und bin sicher, dass es uns gelingen wird, auch das zu verbinden, dass Menschen, die Schlimmes erleiden in dieser Welt, von uns auch eine Solidarität erfahren können, eine gute Aufnahme erfahren können, aber vor allem, dass wir auch dazu beitragen in der Welt, dass das Leid abnimmt und dass die Menschen Perspektiven haben, dort, wo sie leben. Das ist die Aufgabe, die sich uns als Demokraten stellt. Vielen Dank. Lars Castellucci war der vorletzte Redner in dieser Debatte zum Asyl- und Aufenthaltsrecht. Zugrunde liegen Anträge aus der Union und aus der AfD. Einer der Unionsanträge wird nachher namentlich abgestimmt. Jetzt aber noch Detlef Seif aus der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Uns allen ist bewusst, dass Deutschland aktuell einer exorbitant hohen Asyl- und Fluchtmigration ausgesetzt ist. Über eine Million Menschen aus der Ukraine. Im letzten Jahr waren es rund 218.000 Erstasylanträge. In diesem Jahr rechnen wir mit rund 300.000, eventuell sogar mehr. Und die Entwicklung wird natürlich dort als erstes besonders deutlich, wo Unterbringung und Integration der Menschen ansteht. Und das ist in den Kommunen, in den Städten und Gemeinden.
Die ersten Kommunen stießen bereits im vergangenen Jahr, im April, Mai, Juni, an ihre Grenzen. Und mittlerweile ist es so, die Belastungsgrenze ist überall erreicht in den Städten und Gemeinden und teilweise überschritten. Und die Hilferufe aus dem kommunalen Bereich an den Bundeskanzler dauern nun fast ein Jahr an. Die Forderung, dass der Bundeskanzler endlich einen Migrationsgipfel auf den Weg bringen soll, sind deshalb mehr als verständlich. Der Bundeskanzler hat sich aber weggeduckt, mehrfach weggeduckt und viel zu lange gebraucht, insbesondere um dann ins Bundeskanzleramt einzuladen, aber ohne Vertreter der Städte und Gemeinden. Und das macht Folgendes deutlich. Dem Bundeskanzler fehlt der erforderliche Respekt für diejenigen, die Großartiges leisten, die Städte und Gemeinden, die vielen kommunalen Akteure und auch die vielen Ehrenamtlichen. Und das wäre aber halb so wild, wenn man jetzt den Eindruck haben könnte, er hat es kapiert, er hat jetzt die Situation erkannt und wir dachten, vielleicht kommt der Moment. Wenn ich den Beschluss lese von gestern, die Äußerung vom Kanzler, hat man das Gefühl, er hat ein paar lichte Momente und das geht in die richtige Richtung. Aber wenn ich heute die Reden höre, Wolkenkuckucksheim kann ich nur dazu sagen, Lindt, Göring, Eckardt, Emmerich, das hat mit der Realität doch nichts zu tun. Sprechen Sie mit den Bürgermeistern und den Landräten. Das ist eine Beleidigung für die Kommunen, was Sie hier heute gemacht haben. Und schon in dem Beschlussentwurf, also vor diesem Gipfel, war doch erkennbar, da ist überhaupt kein Sinneswandel eingetreten. Im Gegenteil, zunächst hat die Bundesregierung noch versucht, die Länder gegen die Kommunen auszuspielen, was zum Glück nicht gelungen ist. Und es ist doch völlig verständlich, unverständlich, dass gestern nicht bereits Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Und dann noch eins zur Klarstellung, Herr Hartmann. Ich bin nicht so nett wie der Kollege de Vries. Sie haben gerade gelogen. Das ist völlig falsch, was Sie gesagt haben, dass die Union die Kommunen nicht im Blick hat. Denn das, was die Länder jetzt fordern, sind genau die vier Punkte, die wir seinerzeit als unionsgeführte Bundesregierung mit den Ländern und Kommunen auch vereinbart haben. Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung, monatliche Pro-Kopf-Pauschale, Integrationsleisten, Übernahme der Kosten für Minderjährige. Und das war gelogen. Und das lassen wir uns hier nicht bieten. Und meine Damen und Herren, die Kernaussage, die müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, des Beschlusses von gestern, wörtlich mit Erlaubnis der Präsidentin ein Satz. Vor diesem Hintergrund wollen Bund und Länder miteinander klären, wie die Finanzierung dieser Aufgabe in Zukunft geregelt werden kann. Wow, ist das eine starke Aussage. Die Entscheidung wird auf November 2023 verschoben. Mit der Zusage, die Flüchtlingspauschale um 1 Milliarde Euro zu erhöhen, hat sich die Bundesregierung doch nur Zeit gekauft, im Ergebnis aber aus dem Flüchtlingsgipfel ein Flüchtlingsgipfelchen gemacht. Und das ist beschämend, meine Damen und Herren. Also, liebe Ampel, Herr Bundeskanzler, machen Sie keine Spielchen und Tricks, sondern nehmen Sie die Realität zur Kenntnis. Erkennen Sie den Ernst der Lage und die Belastungssituation der Bundesländer, der Städte und Gemeinden und auch der vielen Ehrenamtlichen. Und machen Sie einen angemessenen Regelungsvorschlag und reden Sie nicht um das Thema herum wie um den heißen Brei. Vielen Dank. Detlef Seif war das, aber da meldet sich auch noch mal Sebastian Hartmann, der jetzt doch noch mal was dazu sagen möchte zu dem, was ihm Detlef Seif vorgehalten hat. Mal gucken, ob er noch mal drankommt. Bundestagsvizepräsidentin Pau berät sich dann noch mit den Beisitzern bzw. Schriftführern. Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Hartmann das Wort. Sehr geehrter Herr Kollege Seif. Wir wissen, dass in dem Innenausschuss und in der Migrationsdebatte ja mit Hauptsätzen gesprochen wird, dass wir Argument um Gegenargument tauschen. Aber es ist eine Unverschämtheit, dass Sie mir hier in einer Plenardebatte die Lüge unterstellen. Und wenn wir über Fakten sprechen, und Sie über die strukturelle, Sie den Schneid haben, dass Sie über die strukturelle Entlastung von Kommunen sprechen wollen,
dann sage ich Ihnen zwei Fakten, die widerlegen, dass das gelogen ist. Erstens. Hätten Sie in Ihrer Regierungsverantwortung für eine ausreichende Finanzierung der Kommunen gesorgt, wäre es zu keiner strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen gekommen und zu einer deutlichen Erweiterung des kommunalen Altschuldenstandes. Erster Punkt. Und herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich habe ja damit gerechnet, dass Sie sagen Länder und so weiter. Dann sage ich Ihnen eins. Wenn Sie, Herr Seif, aus dem Land Nordrhein-Westfalen, aus dem wir gemeinsam stammen, einen Koalitionsvertrag mit den Grünen schließen, in den Sie ein Datum fixieren, nämlich dass Sie bis zum 31.12. des vergangenen Jahres eine Altschuldenregelung finden wollen, wenn Sie Ihr Herz für die Kommunen entdecken, wo ist denn diese Altschuldenregelung? Meine Damen und Herren, in der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland sind die Länder für die kommunale Verantwortung. Und Sie haben diese Finanzmittel nicht bereitgestellt. Das ist Ergebnis von 16 Jahren Merkel und Seehofer. Und wir haben hierfür Lösungen angeboten. Wir tun die Milliarde rein, um endlich die Digitalisierung der Kommunen zu vollziehen, die schon lange vereinbart war. Und das ist eine Verantwortung. Aber den Schneid zu haben, die Lüge zu unterstellen, wenn man selber nicht gehandelt hat, das ist die Unionspolitik. Liebe Kommunen, auf wen es nicht Verlass, auf die Union. Das Wort hat der Kollege Seif zur Erwiderung. Ja, sehr geehrter Herr Kollege Hartmann, ich darf Sie zunächst daran erinnern, dass der letzte Finanzminister in der unionsgeführten Bundesregierung Olaf Scholz hieß. Und unter Juristen sollte uns doch klar sein, sag mal, manchmal diskutieren wir ja auch auf sachlicher Ebene, dass man die Dinge, die gesagt sind, zur Kenntnis nimmt und die bewertet. Sie haben vorhin im Zuge der Debatte zur Asylmigration gesagt, dass die Union jetzt mit ihren Anträgen und Aussagen ihre Kommunalfreundlichkeit entdeckt habe. Das bezog sich auf diese Debatte. Und ich habe Ihnen widerlegt, dass das so richtig ist, wie Sie sagen. Und die Lüge, das wissen Sie ja auch, ist das bewusste Mitteilen der Unwahrheit. Und das haben Sie gemacht. Und das habe ich zur Kenntnis gebracht. Vielen Dank.